Freunde, es heißt Abenteuerzeit wieder bei Puro und Kristall. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ich bin in der Einheitshöhle gelandet, ja, wo ich eigentlich dachte, ich brauche Blitz dafür. Aber brauche ich ja gar nicht. Ist doch schön, oder? So, und Leute, ich habe ein bisschen Nachforschungen angestellt. Und ja, diese Einheitshöhle ist natürlich noch viel größer als alles, was wir bisher an sich erreichen können. Aber es gibt hier im Erdgeschoss, wo wir uns noch gerade befinden, Onyx. Zu einer Erscheinungsratenprozentzahl von 5. 5% Onyx, toll, ne? So, naja, gut, okay. Vielleicht kriege ich eins, also ich würde sehr gerne suchen, wenn das oberkrass lange dauert, dann werde ich das natürlich, ne? Offscreen machen, bis eins kommt. So, jetzt erstmal ein bisschen Training. Boah, was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. 2 Meter weiter steht ein anderer Typ. Was labert der für ein Mist, Mann? Boah, Wanderer Kabel. Oh nein, er hat ein Pokémon. Oh, er hat ein Onyx. Oh, oh. Alter, wenn das jetzt eine Bodenattacke kann, bin ich gescrewt. Alter, Level 11! Scheiße! Verteidigung senken? Nee, hat so. Hat Onyx hohe Spezialverteidigung? Ach, ist egal, Feuer ist sowieso nicht effektiv. Naja, ich probier's mit Feuer. Naja. Oh, 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 oh. Naja, okay, krieg er vielleicht hin. Klammergriff. Ah! Oh nein! Okay, Feuerregel leitet Schaden durch gegnerisches Onyx. Oh nein, das war ja so ein Scheiß. Alter, erstmal voll geklammert. Toll. Ja, oder soll ich hier irgendwie. Soll ich vielleicht Rauchwolke machen, dass er mich nicht trifft? Weil ich glaube, das wird lange dauern. Er wird mich schneller fertig machen können. Ach Mann, ey, kommt schon ein Crit irgendwie. Feuerregel, bitte! Hutu kann ich doch nicht reinschicken. Mein Name ist Hutu. Nicht sehr effektiv. Ja, ich glaube, es ist aber trotzdem. Ich glaube, Glut ist trotzdem stärker als. Kann ich eigentlich wechseln mit Klammergriff? Oh Gott. Ich glaube, Glut ist stärker, als wenn ich jetzt ganz lange Silberblick mache und den Tackle reinhaue. Alter! Flame. So. Oh! Yeah! Onyx brennt! Geil! Stimmt, ja, Glut kann ja Gegner in Brand setzen. So, ich gucke mal, ob ich tauschen kann. Ich weiß nicht, ob das geht wegen Klammergriff. Dann kann ich einfach mal hier so ein kleines Opfer hinbringen oder so. Hut, Hut, los. Raus mit. Nein, jetzt kann ich ausgetauscht werden, ernsthaft. Oh oh. Kann ich es irgendwie heilen? Ich habe eine Bitterbeere. Wundersaat? Nee. Komm hier. Erhebt Angriffswert. Ach so. Warte mal. Habe ich nicht irgendwie hier. Erhebt Genauigkeit? Ach, das ist ja auch alles scheiße. Die Dinger, die bringen alle ja nichts. Mann. Naja. Ich muss auf das Beste hoffen. Auf Rauchwolke habe ich auch keinen Bock. Auf Rauchwolke. Oh Gott, ey. Hoffentlich stinkt Onyx mal ein bisschen daneben. Alter, es trifft volle Kanne. Oh. Aber es sieht echt nicht viel ab. So, okay, das überlebe ich trotzdem noch. Alles klar. Vom Klammergriff erlöst. Oh, da macht er gleich den nächsten Klammergriff. Autsch. Cooles Onyx, Mann. Aber unser Onyx wird besser sein. So. Oh je. Oh, Schuss Onyx. Alter, jetzt haben wir doch Level Up, oder? Jawoll! Und jetzt ist sowieso alles vorbei. Jetzt haben wir einen Eagle Lover. Oh yeah! Okay, gleich jedenfalls. Jetzt kommt der magische Moment, Leute. Wow, du hast es mir gegeben, Mann. Kehr mit deinem Cash. Danke, Mann. Hey, Feuerregel entwickelt sich. Oh, die Animation, voll süß. Glückwunsch, dein Feuerregel wurde zu Eagle Lava. Oh, sieht irgendwie aus wie ein kleiner Dachs, oder? Okay, sehr schön. Ich würde jetzt gerne rausgehen und mich nochmal Pokémon Center-mäßig heilen. Das ist ja klar. So. Dann würde ich aber auch, glaube ich, meinen Carpador wieder ablegen und so und hoffen, dass ich einfach Onyx bekomme. Ah, es ist eine 5% Chance, Leute. Aber ich gucke erstmal natürlich die Höhle ab und so, ne? Okay, wie benutzt deine Pokémon? Also die Höhle ist halt noch größer. Bloß, da kommen wir noch nicht hin. Und in einem anderen Stockwerk wären sogar die Chancen noch mal ein bisschen höher auf einen Onyx zu treffen. Aber, na, ach, na ja, was soll's, Mann. Ich guck mal, ob ich Glück hab. Ihr kennt mich doch, Leute. Ich bin doch eigentlich ein Lacker, oder nicht, bei solchen Sachen. Oh, Igel, aber geil. Eigentlich habe ich immer Lack. Ja. So. Feline und Radfahrts können gerne noch drin bleiben. Sind bisher so ein bisschen, ne, VM-Sklaven. Ja, Radfahrts wird noch einer. Obwohl, auch nicht so richtig VM-Sklave, nicht so, aber naja, okay. Ich hoffe, das klappt überhaupt mit Radfratz, wie ich mir das hier denke. So, Einheitshöhle, komm, Onyx.
Onyx, dem 5% Chance. Und es ist ein Onyx, stimmt's? Nee. Ist doch wieder ein dummes Radfratz, was sich hier am Eingang der Höhle verlaufen hat. Boah, alter Igel-Lover. So, wisst ihr, ich hätte kaum gedacht, jemanden zu treffen. Alter, da steht ein anderer Typ noch. Warum sind die alle so doof? Yeah! Onyx. Einfach so. Und es ist männlich. Perfekt. Leute, ich hab euch gesagt, ich bin ein Lacker. Was soll ich denn, ich kann doch nichts dafür, was soll ich denn sagen? Onyx, du kommst in unser Team. Langsam und beständig. So, Leute, da muss ich mir jetzt wirklich Zeit lassen. Wirklich langsam und beständig. Denn, wie gesagt, Onyx wird zu meinem Lieblings-Pokémon Stalos. Und deswegen, das ist jetzt der Boss ins Thema. Mann. Und dann bringe ich ihm auch gleich Lebensschelle bei. Ich glaube, das lernt er auch irgendwann von alleine, aber naja. So ein Onyx mit Tackle ist ein bisschen lame. Bams. Ich probiere es dann mit einem Pokéball, aber ich würde sogar einen Superball opfern. So. Jetzt habe ich auch Angst, Glut einzusetzen, weil wenn es dann brennt, bin ich richtig am Arsch. Nee. Okay, gut. Ist egal. Langsam und beständig. Ah! Oh! Alter, keine Schrei! Aua! Da ist sogar meine eigene Verteidigung gesunken. Oh Gott, jetzt kommt's, ein Tackle tot von ihm. So. Okay, er ist gelb. Und jetzt kommt's, Alter, sau auf die Verteidigung gesenkt. Alter, okay, das war ein Crit. Trotzdem voll wenig. Oh Gott, das war jetzt von mir ein Crit, okay. So, ich glaube, ich würde es lassen. Weil wenn es noch ein Crit kommt, tot. Das darf nicht passieren. Na, ich glaube, ob ein Pokéball ausreicht, ey, ich hab ganz wenig Pokéball nur. Oh nein, Alter. Komm schon. Komm, Onyx, du willst doch mein Team, oder nicht? Onyx? Oh oh. Nein, Mann! Ging daneben. Soll ich nochmal einen Tackle wagen? Oder vielleicht Rauchwolke oder sowas? Soll ich nochmal. Nee, ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Scheiße, Mann, ich hab nur so wenig Pokébälle. Komm schon, Onyx, Mann, ich weiß, was du ein bisschen. Nee, lame Fang gerade, ich weiß, aber komm schon. Ja. Ja? Nein! Verdammt! Onyx, du bist doch mein Lieblings-Pokémon. Ich weiß, nicht du direkt, aber deine Weiterentwicklung. Bitte! Das geht doch nicht! Komm schon! Bitte! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ja! Onyx wurde gefangen! Ja, ist das geil, Mann! Spitznamen für Onyx? Nö! Ich habe ein Onyx, Leute! Geil. So, du kannst mal schön an dritter Front stehen. Zack. Leute, halbes Team ist fertig. Ja, also potenziell. Okay, aber warte mal. Onyx muss trainiert werden. Also immer schön erstmal an vorderster Front. Und ich weiß gar nicht, was das kann überhaupt. Warte mal. Jetzt kommt's. Voll die scheiß Werte. Ja, aber Onyx, ich weiß. Onyx ist sowieso nicht so gut. Aber, Alter, wie geil das aussieht. Aber tatsächlich, weil das ja quasi die Einführungsgeneration von Stalos war in dieser Generation Stalos gar nicht mal so schlecht. Stalos war in Gold, Silber und Kristall ein ziemlich gutes Pokémon. Jetzt natürlich nicht OP-Pokémon, aber es war ziemlich gut. Da freue ich mich schon drauf. Heutzutage, naja. Naja, ich weiß. Aber hey, wessen Lieblings-Pokémon ist schon oberkrass, ne? Man hat den Lieblings-Pokémon aus anderen Gründen. Aus Grund der Sympathie. So, mein Dicker. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, nicht wahr? Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Wie aber einfach mein Luck echt einfach einen Onyx spawnen lässt. Tja, Leute. Burkhard möchte kämpfen. Alter, was? Oh nein, Kleinstein! Und der steckt jetzt mal in seine Fist. Boah, Onyx. Boah, gleich tot. Ich will ja nur die Erfahrungspunkte haben. Okay, Igelhammer. Komm raus, Mann. Onyx, komm zurück. Aua. So, ja, so trainiere ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen, dass Onyx mal wieder denn auf Level-Niveau ist. Naja, wird ein bisschen schwer, aber ich gucke mal. Ja, ich würde ihm halt echt gerne Lebensschelle beibringen. Ja, dann wirst du ein bisschen mehr Angriff. Ist da okay, dann kann er auch ein bisschen mal gegen, weiß ich nicht, gegen Elektro-Pokémon auch mal wirklich was machen, nicht nur Tackle. So richtig lame. Weil ich muss ja Onyx ein bisschen was Gutes beibringen. Weil es wird eine Weile dauern, bis es wirklich ein Stalos wird. So, und noch ein Kleinstein. Okay, ich wechsle wieder zurück. Onyx. Brauche Erfahrungspunkte.
Mit seinen 4 KP, ey. Level 6. Alex. Okay, naja. Das wird ja dauern mit den Erfahrungspunkten, aber okay, ist egal. So, okay. So, also wenn ich jetzt schon so einen Luck habe, ja, bin ich ja an sich sehr zuversichtlich, dass auch das vierte richtige Teammitglied auch nicht so lange auf sich warten lässt. Weil da muss ich auch noch warten, bis ich eine Attacke für Radfratz habe, falls ich das nicht verwechselt habe und das auch wirklich Radfratz die Attacke lernen kann. Und dann werde ich mal ein bisschen weit gucken. Und ja, Glück mir auf das vierte Mitglied. So, okay. Alles klar. Kommt noch eins? Ja, natürlich noch. Noch ein Kleinstein, natürlich. So, okay, gut. Onyx nimmt hier mit, was es kriegen kann. Ja. Kleinstein. Komm zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, okay, das ist aber jetzt wenigstens ein Level-Up, denn. Seht ihr, das System funktioniert. Komm zurück. Boah, kurr. Oh, oh. Aua. Glut, mein Freund. Oh mein Gott, bitte nicht. Aua. Das tat weh, aber nur ein bisschen Flame. So. Müsste Igelava nicht auch bald seine, so wie sehen, seine Signature-Attacke lernen? Flammenrad war das doch, ne? Lernt er doch, glaube ich, auch irgendwann. Kann aber sein mit Level 16 oder so. Oder noch später. Oh, ohne ist Level 7! Alter, wie scheiße ist denn sein Spezialangriff, ey? Aber okay. Vor allem Olex ist voll schnell. Und die Verteidigung ist so hart. So. Ja. Down, mein Freund. Oh, oh, oh. Mann, Mist, ich muss echt nochmal mich heilen, ey. Eigentlich muss ich nochmal mich heilen. Warte mal, ich hau mir mal den Schutz rein. Schutz mal schnell reinballern. So. Ob sie auch was bringt, keine Ahnung. Er hält ja eh nicht so noch nicht lange. So, ja, Onyx halt, ne? Wird jetzt echt erstmal ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst, weil es ist noch neu und es ist noch ein bisschen schwach und so. Aber irgendwann, Leute, wird Stardust richtig rocken. Oh mein Gott, ist das cool. Danke für den Heal. So, danke. Die Pokémon sind wieder topfit. Ach, Mann, ey. Ich hab ein Onyx. Da, weißt du, da habe ich schon, bevor das Play überhaupt anfing, habe ich schon gedacht, na, ich hoffe, das klappt auch schnell genug. Weil, wie gesagt, Onyx früh zu bekommen mit den geringen Spawnraten und so, aber es hat geklappt. Geil. So. Okay, wie lang war denn diese Höhle, wenn man sie das erste Mal betritt? Oh, oh, nee, nee, dam, dam, bam. Super, super Schall verwirrt mein Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich. Ja. Und dann lässt er seine Wut wieder an mir aus. Dam, 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 dam. Boah, ach, die Typen. Feuerspucker wird. Greift an. Alter, Feuerspucker. Smuggern. Los, Onyx. Kannst du schon was reißen? Mit Lebensschelle könnte ich sogar wirklich was reißen, ne? Ist doch gegen Gift effektiv, Boden. Ach, ich depp, ey. Ich guck mal. Onyx, schaffst du deinen ersten Kampf alleine? Sag mal, wohl, wartet mal. Naja, also auf lange Sicht würde ich gewinnen. Onyx. Du schaffst es, Onyx. Du Riesenschlange. Ja, ich muss ihm Lebensschelle beibringen. Obwohl ich halt echt nicht weiß, was er selber... Lernt er nicht selber Lebensschelle? Ach, ich weiß nicht, ey. Aber ey, mit Stardust ist cool, ey. Oder Onyx auch Gesteinboden oder später halt Stahlboden. Schön Erdbeben-Stab, Alter, richtig geil. So, Jacqueline weg. Ich glaube, Onyx lernt, glaube ich, zuerst so was wie Klammergriff und so Scheiß, wie auch der andere da eingesetzt hat. Naja. So, ich glaube, Kreideschrei ist auch mal für den Anfang gar nicht so verkehrt. Mal so ein paar starke Gegner richtig schön Kreide schreien, damit eventuell mein späteres Noctu oder so ordentlich reinballern kann. Weil Vollregel wird, glaube ich, eher der spezielle Angreifer sein mit seinem Feuer und so. Mal gucken. So. Alter, yeah, Level 8. Sehr schön. Wir setzen noch einen Smoggern ein. Da kann Onyx nochmal platt machen. Smogmon! Smoggern! Smoggern ist auch geil. Oh, Smogmog, ey. Ein Pokémon ist schon echt ein Phänomen, oder? Wie man als Kind auf die Viecher abgefahren ist, ey. Und wie man das, wie die sich noch übertragen hat, bis hin in mein Erwachsenenalter. Dass die einfach cool aussehen. Taschenmonster.
Die Japaner haben immer geniale Ideen. Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen, nicht wahr? Okay. So. Ob ich noch ein Level-Up dafür krieg? Nee, wa? Das war ein bisschen zu heftig. Aber das ist auch schon bald Level 10. Das war alles cool. Mit Lebensstelle wird ein bisschen mehr was machen können. Ist auch dann gleich ein Step. Hier, Tackle ist ja kein Step. Obwohl, Lebensstelle ist, glaube ich, ist Lebensstelle ein bisschen schwächer als Tackle? Ist egal. Das kann schon nicht schaden. Tackle ihn. Einmal noch. Bloß du musst auch treffen, Mann. Oh, nix, bitte los. Ja, down. Okay. Alter, wow, sehr schön. Ich bin durch. So, komm. Ohne nix, du kriegst jetzt einfach Lebensstelle beigebracht. Wenn ich an mein Team denke, was ich im Endeffekt haben sollte, kann das eh kein anderer lernen. So, okay, zack. Lebensstelle. Einen Pokémon beibringen, klar, Mann. So, Onix, bitte. Tada! Okay, den Typ. Konnte man das eigentlich, wo kann man das nochmal sehen, dass das wirklich eine Bodenattacke ist? Bei Status, ne? Onix! Toll. Egal. Was soll's. So, ich habe zwei Wege zur Auswahl. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, warte mal, das ist aber nicht ehrlich, dann kann ich gar nicht fliehen, ne? Oh, hier ist ein Item. Marcel, finde Trank, nice. Okay. Guck mal, da zum Beispiel, da, wo der Typ ist, da komme ich, glaube ich, noch gar nicht hin. Das sollte für mich noch nicht zugänglich sein. Oh, doch. Okay, warte, hier sind auch noch mehr. Oh Gott, warte mal, nee, halt, warte mal. Oh Gott, oh, da hinten war noch ein Pokéball. Oder was? War da hinten noch? Knallstein. Du bist wieder ein Feuerspucker da unten, ne? Der probiert dann gleich nochmal. Das Onix da schön trainiert. Okay, erstmal nochmal kurz nochmal oben. Ich wollte eigentlich, ich dachte, da wäre ein Typ, aber nee. So, hier ist noch anscheinend. Ja, okay, ist ein Pokéball. Es sah aus wie so ein Typ. Sorry. Ja, Ball und Typ kann man aber verwechseln. Sind nicht doch so ähnlich mit ihren dicken Bäuchen. Alter, ich hatte sie einen Radfratz runter verirrt. Obwohl, die können eigentlich platt machen, oder? Lebensschelle, ja. Okay, Lebensschelle ist Boden. Hat man auch nur 10 Mal. Alter. Yeah. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass Lebensschelle eigentlich ist ein spezieller Angriff, ne? Ich glaube, Tackle ist stärker. Boom. Naja, irgendwie beides gleich stark. Autsch, Mann. Nee. Hör doch mal auf mit diesem Quatsch. Du kleines Radfratz und gib mir mein Level up. Für Onix. So. Okay. Und Onix hat... ganz knapp. Toll. So, was haben wir hier? Ein Superball. Okay. Ey, ich muss echt Pokémon-Bälle kaufen, ne? Pokébälle. Die gehen mir langsam alle. So, ich will noch den anderen Feuerspucker da unten besiegen. Dim, dam, dam, dum. Ja, komm, von dem Weg jetzt kein Level ab. Das dauert mir zu lang. Weil Smogon müsste durch Bodenattacken extrem anfällig sein. So, ich glaube, ich muss da... Wo muss ich überhaupt hin, ey? Muss ich zu dem Typen mit der Leiter? Mit Licht, ja, einem eine Höhle, keine Angst sein. Bist du stark genug, jagen dir Pokémon keine Angst ein. Aber was mit mir? Jag ich dir nicht Angst ein? Nee? Na, pass mal auf. Feuerspucker Ude. Was, Ude? Was ist das für ein Name? Oh, ein Vulpix. Noch besser. Oh, so schön. Okay, Onix. Mach mal schön Lebensschelle raufballern. Schön sehr effektiv und Step-Attacke. Oh Gott. Nicht brennen, bitte, Onix. Autsch. Yeah. Eine voll überlebt. Aber Genauigkeit sinkt. Okay, das ist schlecht. Rückzug gibt. Ja, daneben. So. Oh, richtig schön rein ins Face. Ah, diese Genauigkeit sinkt echt immer. Das ist ja geil. Sorry, Vulpix. Boom. So. Onix ist einfach krass geworden. Krass drauf, das Onix. Level 9. So. Alles klar, Ude. Hau ab, Mann. Blitz! Hä? Ach, hör auf. Red doch mit dir selber. Okay, gut. Aber Leute, oh, noch ein Pokéball. Marcel findet Aufwecker. Okay. Aber ist die Höhle nicht sogar gleich vorbei? Ist die Höhle rechts, wäre die vorbei? Ich, oh, tatsächlich. Bin ich denn schon draußen? Route 33? Ich glaube, ja. Ah, da ging noch eine Treppe runter, aber ich glaube, da...
Soll ich da schon hin? Ich weiß es nicht. Leute, ich gehe vielleicht nochmal ganz kurz im nächsten Part zurück, aber erstmal war's das. Die Höhle ist soweit erstmal durch. Ja, wir sind so cool. Und ich sage tschüss. Bis zum... was denn? Annette ruft erstmal... Warum ruft die jetzt an? Na, Marcel, was, du willst den Part schon beenden? Ja, bist du wach? Hör zu, in Dukatia gibt es einen Pokémon-Salon, der von zwei Brüdern geleitet wird. Der Ältere ist gut, der Jüngere ist nicht ganz so gut. Aber manchmal erledigt der Jüngere die Aufgabe besser als sein Bruder. Bei jedem Besuch fällt es mir schwer, einen auszuwählen. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.